Ja, ich habe eine Karte gefunden. Ich meine, ich habe eine Karte im Internet angesehen und habe dort alle Räume des dritten Dungeons im Überblick. Ich habe keinen Medical Room gefunden. Ihr habt seht, ich habe Herzchen verloren. Ich meine, ich habe Herzchen wiederbekommen, weil ich hätte ja mehr. Und ich gebe die jetzt nicht für eine dumme Karte aus. Oh, doch, boah. Ich wollte ja nicht Herzchen farmen gerade, aber. Na, dann so nicht. Ja, es kostet eh zu viel Leben zu holen und oh Gott, oh, ich hasse die Killerteile. Ey, nimmt's mich übel, wenn ich ein paar Räume übersprungen habe und hier angesetzt habe. Aber mal ehrlich, ihr wollt das nicht sehen. Es waren immer dieselben Räume und ja, der Endboss war oben rechts. Ich war beim Heilbrunnen unten links. Toll. Naja, letztendlich bin ich dann wieder am Startpunkt gekommen. Dachte mir, geh noch mal kurz zum Heilbrunnen und mach das jetzt hier. Und Gott, diese Stelle sehe ich auch gerade auf der Karte. Ich habe sie im Hintergrund am Laufen. Ey, ne. Nee, bitte nicht. Da habe ich jetzt echt keinen Bock zu. Wie soll ich denn da durchkommen? Die werfen immer gleich. Ups, ich könnte natürlich da zwischen den beiden Dingern, aber dann werfen sie nochmal und dann treffen sie mich wahrscheinlich. Gott. Oh! Weg da! Ihr Hurensöhne! Hui! Boah, krank. Ey, wie kann man die denn so fies platzieren, ey? Da kommt man doch nicht. Krass, aber ich habe noch Leben. Ich glaube, wenn ich hier runter fliege, komme ich nicht mehr hoch. Krass, wie gemein ist das Spiel gerade. Vor dem Bossgegner ist ein Shop. Sehe ich alles auf der Karte. Ich bin froh darüber, echt. Ich habe keinen Bock, das alles selbst rauszufinden. Ich denke mal, die Spieler der Steinzeit, ne, die hätten das damit ohne solchen Hilfsmitteln. Aber nein, ich benutze das Internet. Da bin ich nicht blöd. Und ich gehe jetzt nicht die Leiter, weil ich da wieder zu einem Ort komme, wo ich direkt runterfalle. Okay, direkt runterfallen stimmt nicht so ganz. Man immer noch wieder hochklettern kann, also ab dem Moment, wo man auf der Leiter ist, aber trotzdem. So, wann kommt der Shop genau? Ich meine, ja, ich weiß immer noch nicht, wozu das Ding gut ist. Aber ich habe echt kaum Herzchen und ich glaube, es wird auch keinen Shop in nächster Zeit finden. Deswegen nehme ich mir das jetzt einfach. Thank you very... Ich will das in meinem Menü sehen. Das bringt wahrscheinlich gar nichts, aber hey. So, jetzt kommt der Boss. Ich habe nur zwei Leben. Der sieht aus wie eine Tuba-Boba-Blase. Ist leider auch auf der Map angegeben. Tut mir leid. We have everything. Was heißt we? Oh, vor allem everything hast du auch nicht. Oh Gott, da, die Tuba-Boba-Blase. Sieht komisch aus. Der macht sich unsichtbar. Wow, krass. Aber ansonsten schwebt er nur rum, oder? Und die Blasen. Die sind immer in derselben Laufbahn. Wie dumm ist das? Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt ändern ihre Laufbahn. Ich dachte schon, ey, aber so schlagartig. Krass. Schon wieder so ein epischer Bossfight. Ja, man. Kann die Blasen beschießen? Ne, kann man nicht. Ohne Sinn. Boah, aber trotzdem will ich jetzt hier sterben, weil ich einfach zu wenig Leben habe. Weil es einfach zu viel kostet, hier hinzukommen. Vor allem dieses mit diesen... Oh, mit diesen Pflanzen da, die... Oh! Ey, die ändern ihre Laufbahn, der schwebt... Ey, du bist so feige! Komm her! Hallo, ich schieß doch auf dich! Ey, nee, das ist doof. Ey, der schwebt nach oben, was für... Guckt euch mal ihn an! Wie dumm sieht der denn aus? Ich will nicht von so einem dumm aussehenden Endgegner geschlagen werden. Ey! Hör auf, Tuba! Bubablase! Gott! Ey, die ändern einfach schlagartig ihre Richtung, ist so logisch. Ja, okay, könnte sein. Ey, der wird nicht einmal mehr getroffen. Oh, er wird getroffen, er kriegt 3 Schaden. Toll. Jetzt hole ich mir einen Runder. Jetzt gerade vom PC, ehrlich. Boah, das klingt schon mies. Nein. Oh, toll. Ups. 161. Ey, dass ich das noch ausweiche. Das ist... Boah, ich hasse den Boss übelst. Boah, ein Treffer, Mann. Also, wären sie so geblieben, dann wäre das kein Ding. Aber so, boah. Total innovativ, der Boss, Mann, ey. Eine Steigerung zum nächsten. Aber naja, was habe ich noch in den letzten Bossfight alles gesagt? Ach, mir egal. Ich bin jetzt eh tot und, oh. Ich habe echt die Lust verloren, so auf das Spiel. Genauso sagt man es. Aber ja, ich kann ja nicht anders. Ich muss schon wieder, also. So, jetzt frage ich mich, soll ich zum Heilbrunnen gehen? Ey, mir bleibt keine andere Wahl, ich muss es. Das kotzt mich schon wieder an. Ey, das ist... Boah, und jetzt kann ich mich... Ey, ne, dann bringe ich mich gleich um. Das ist, hat echt keinen Sinn, ey. Tötet mich doch ein bisschen schneller. Eure roten Artgenossen können das viel besser. Ey, jetzt einmal will man die roten. Das ist echt nicht zu fassen.
Das Dungeon-Design ist doch so scheiße, ey. Der zweite war viel besser designt. Man könnte aber wenigstens davor einen Heilbrunnen machen, ne? Und noch besser einen Speicherraum, wie bei Metroid. Ha, Metroid war euch Jahre voraus. Jahre will ich nicht sagen, aber es war euch zumindest das dem anbelangt. Ey, das... Ich komm hier runter und da ist doch schon eine Pflanze. Ich nenne die Dinger echt Eierpflanzen, ey, Mann. Ich nenne es nicht mehr so wie das Spiel, weil das Spiel blöd ist. Ehrlich, ich... Das ist... Mies, das ist frustrierend. Gott. Und, oh, da sind ja die roten... Na, ich bring mich lieber in der Lava um. Das ist weitaus dramatischer. Habt ihr Terminator 2 gesehen? Na, mein Güte. So. I'm finished. Ich würde jetzt am liebsten finishen, aber nein. Ich will irgendwie... Ach, was bringt's noch nach unten zu laufen? Ich werde ja immer wieder getroffen. Also noch einmal bringe ich mich um und wenn ich dann wieder getroffen werde, werde ich den Medic aufsuchen. Toll. Das Problem an der Sache ist ja einfach, dass der Medic am anderen Ende der Karte ist. Es gibt zwei Medics, aber einer ist oben, wo man nicht mehr so leicht hinkommt und der andere ist am anderen Ende des Brunnens halt. Hoch, hoch, hoch. Festhalten. Oh, nein, nein. Boah. Ihr Schwuchteln. Ich hasse die Dinger. Runter. Und links. Eigentlich kann es mir egal sein, wie sehr ich getroffen werde. Am Ende werde ich eh geheilt. Ich glaube runter. Muss ich hier runter? Ey! Schon wieder so eine... Ey, das ist doch nicht zu fassen. So langsam. Ich könnte echt, wenn ich das Spiel auf... als Modul hätte, ich hätte es zwar längst gegen die Wand geworfen. Aber ich habe einen Controller, den ich gegen die Wand werfen kann. Hm. Na, besser als die Tastatur, wa? Gott. Jetzt kann ich ruhig zum anderen Ende der Welt laufen. Und verliere dabei eh wieder Leben, sodass ich eh wieder zum Brunnen könnte, um dann von den Eierpflanzen-Typen im Hinterhalt getroffen zu werden, wo ich nichts für kann. Ich glaube, das ist echt ein Teufelskreis. Ich kann froh sein, dass ich überhaupt bis zum Boss mal gekommen bin. Ich glaube, das sehen nur die wenigsten. Nein. Ich glaube, die wenigsten haben den Nerv auf sowas. Ja, ich bin echt masochistisch, frustresistent, ja. Dabei muss ich eh morgen wieder bis 5 Uhr arbeiten, ja. Gefällt mir doch. So, und ja, ich wurde schon einigermaßen gut bearbeitet. Ach, sieht ihn euch an, ey. Der arme Kerl. Ich weiß gar nicht, in was er verwandelt wurde. Können die Eierpflanzen eigentlich in einen Bösen verwandeln und so lassen einen die Bösen wenigstens bis dahin in Ruhe. Dann können halt diese Fallen noch Schaden anrichten, aber halt nicht mehr die Gegner, weil die einen von ihnen halt halten. Ach, Kid. Ich habe gerade echt mit der Aussprache, ich weiß auch nicht. Passiert, wenn man so viel redet. Ich könnte nicht die ganze Scheiße jetzt pausieren oder so. Meine Güte. Fluch des Snakes. Die Snakes sind echt so unscheinbar. Oh, ich bin da, ich bin da. Toll. Jetzt freue ich mir einen ab, wisst ihr das? Weil ich irgendwie... Na, ich weiß nicht, ich habe doch schon einen Balken verloren. Wie weit werde ich denn noch kommen? Ich versuche jetzt möglichst nicht mehr getroffen zu werden. Wird eh nicht klappen. Okay, von sowas kann man eigentlich nicht getroffen werden, wenn man vorsichtig ist. Wie gesagt, Lava fallen, ey, das wäre so eine geile Idee. Wäre ich mal damals bei Nintendo gewesen. Naja. Jetzt nach links. Nach links! Boah. Krass, dass ich nicht getroffen werde. Okay, hier wird man leicht getroffen. Von denen. Wenn man nicht drauf achtet. So, ich kann natürlich ganz viele Herzchen sammeln, bis ich am Ende eine Pulle nehmen kann, die mir gerade mal einen Balken halt. Okay, jetzt wäre gerade ein Balken voll, aber... Es könnte ruhig mehr heilen und billiger sein, echt. Wahnsinnspreise! Es ging ja noch, es ging noch, ja. Stirb. Obwohl, hier kommt man noch... Oh, hier kommt man noch farmen, wenn hier nicht die Schlangen nerven würden. Also bei den großen Männern, die ein halbes Herz machen, die sich nicht wehren... Würde gehen, ja. Aber pff. Ne, das dauert jetzt zu lange, das ist das Problem. So. Dadurch.
und jetzt nicht getroffen werden von diesen Pennern. Ne, ich werde schon nicht getroffen, nur von denen wird man noch nicht getroffen. Das habe ich euch eigentlich noch gar nicht gezeigt. Den Weg hierhin, stimmt ja. Oh mein Gott. So, jetzt wird's gleich wieder amüsant. Amüsant. Oh. Jetzt muss ich möglichst versuchen. Ach, das wird eh nichts, ey. Ich kann nicht nochmal. Ey, die haben jetzt anders geworfen. Die stehen jetzt anders. Jetzt stehen sie wieder so, ey. Wäre ich doch mal gegangen. Jetzt ja! Nein! Nein! Shit! Oh, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr. Jetzt kann ich eh wieder nach unten gehen und... Ey... Mal ehrlich. Sorry, aber ich muss das Spiel beenden. Keine Lust mehr. Sorry.